Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Real Talk Video auf meinem Kanal, richtig. So, mal wieder ein Real Talk. Lange ist es her, sehr, sehr lange. Ich glaube, ich habe jetzt 3-4 Tage lang nichts hochgeladen. Ja, sehr lange auf jeden Fall. Naja, für mich ist es lange, weil ich eigentlich ein bisschen mehr zu sagen habe, wie nur ein, zweimal die Woche. So, bevor ich zum Thema komme, was ich in den Titel geschrieben habe, kurz zwei Sachen, die ich ansprechen werde. Und zwar war ich neulich in einem Talkstream zu sehen, zu hören. Und da ging es um das Thema Artikel 13, Artikel 11, generell YouTube, Vor- und Nachteile als YouTuber, generell was auf YouTube momentan so abgeht, wie sich YouTube so entwickelt hat und generell so Sachen wie ja die YouTube-Gruppen in Facebook und dieses ganze Abo gegen Abo-Gehabe und generell Content auf YouTube, was gut ankommt, was nicht mehr so gut ankommt und so weiter. Also wenn ihr Bock habt auf diesen Stream, habe ich mit ein paar anderen Leuten gemacht, also mit anderen YouTubern, dann könnt ihr da gerne vorbeigucken. Ist auf dem Kanal von der Foxlord, also von Amy, von dem Kanal Foxlord. Ich werde euch den Link zum Stream einfach mal in die Videobeschreibung packen, denn da ist der Stream zu finden, weil er hochgeladen wurde, logischerweise. Der andere Punkt ist, ja, ich, der alte Spätentwickler, ne, ich habe mich endlich mal mit dem Thema Discord auseinandergesetzt, habe mir einen Discord, also einen Account hatte ich ja schon und einen Server auch. Und habe mir das Ganze einfach mal von meiner Freundin, ne, von der guten Kari, erklären lassen, wie das Ganze so funktioniert, was es so ist und so weiter und so fort. Und ich wurde ja schon öfters gefragt von meinen Zuschauern, von ein paar von euch, ob ich nicht einen Discord-Server habe. Und wie gesagt, ich habe einen Server, heißt Stumpy Army. Ich werde euch den Einladungslink einfach mal in die Videobeschreibung packen, wenn ihr da Bock habt, vorbeizukommen, ein bisschen zu quatschen, keine Ahnung. Dann könnt ihr das gerne machen. Wie gesagt, Link ist natürlich in der Videobeschreibung. So, heutiges Thema. Bevor wieder einige Menschen, die es eigentlich nur gut meinen, jetzt ankommen und sagen, ja, MT, ignoriere das doch einfach und bla und blub und das. Komm, du gibst den Leuten auch noch Futter dafür, dass sie dich anschreiben und dich nerven und bla und blub. Ist total nett gemeint von euch. Aber das sind so Sachen, so Themen, die ich einfach ansprechen muss, weil sie nicht nur mich betreffen, sondern weil das eine Grenze überschreitet. Und zwar, man kann zu mir sagen, ja, komm, deine Audio ist scheiße, deine Stimme ist scheiße, das, was du auf YouTube machst, ist alles scheiße. Kann man alles gerne machen, da sage ich, ey, ist Geschmackssache, wenn du scheiße findest, findest du es halt scheiße, ist okay. Aber wenn jemand dann so sagt, wie, so Dinge meint, von wegen, ja, du bist unzufrieden, du bist ein negatives Arschloch, und du bist nur unzufrieden mit dir selbst und so, deswegen machst du diesen negativen Content. Da muss ich einfach mal drauf eingehen. Ich bekam, wie so oft auch, es ist eigentlich gar nicht so oft, aber ich bekomme hin und wieder mal Nachrichten bei Twitter und bei Instagram. Bei Facebook ist es recht selten, muss ich sagen, recht selten. Trotz all dem bekomme ich Nachrichten bei Twitter und bei Instagram. Es ist ganz, ganz selten mal eine Nachricht dabei, wo jemand sagt, hey MT, ich habe einen Themenvorschlag für dich oder hey MT, machst coole Videos, sehr entspannt, auf jeden Fall sehr, ja, gut gewählt. Real Talks sind toll. Oder die Serientalks finde ich besonders gut. Solche Nachrichten bekomme ich eher selten. Ist okay, ist akzeptabel, ist in Ordnung. Ich bin zufrieden damit, was ich momentan bekomme an Nachrichten, an Feedback. Allerdings bekomme ich hin und wieder auch mal Nachrichten, die etwas negativer ausfallen, etwas kritischer ausfallen, würde ich jetzt schon fast behaupten. Ich gehe auf die Nachrichten natürlich selbstverständlich ein. Gut, wenn das jetzt Nachrichten sind, wo eine Person mich mit total ekelerregender Rechtschreibung anschreibt, so ein Kitty, und mich dann irgendwie wüst beleidigt, dann gebe ich mir das ein, zwei Mal und dann sage ich, hör zu, so läuft das nicht. Dann wird die Person geblockt und dann distanziere ich mich auch von diesen Nachrichten, einfach weil es, tja, es ist einfach nervenschonender, wenn man das so sagen kann. Aber wenn dann eine Person ankommt und mir in einem recht gut geschriebenen Text mitteilt, dass ich ja nur diesen negativen Content mache, weil ich ja mit mir selbst unzufrieden bin und ich ja im Prinzip ein negatives Arschloch bin, was schlechte Werte vermittelt oder irgendwas dergleichen, denke ich mir so, ich muss mich dazu einfach mal äußern. Wie ihr jetzt schon raushören konntet, mich hat auf Instagram eine Dame angeschrieben,
Sie hat auch in ihrem Text erwähnt, dass sie auf meinen Kanal gestoßen ist durch ein Video, was ich mal gemacht habe, über das Thema Minimalisten. Wer mich kennt, ich äußere mich zu vielen Themen, alles, was mich halt so rundum interessiert. Und da gab es mal ein Thema, ich glaube, das ist schon ein Jahr her, anderthalb circa. Da gab es mal einen Real Talk, da war ein Thema, was ich thematisiert habe. Boah, eine Sache, die ich thematisiert habe. Es ging um minimalistische Eltern, die ihre Kinder quasi so erziehen oder aufwachsen lassen. Ja, wie soll ich sagen? Die den Kindern das verbieten, mit Spielsachen zu spielen. Also wenn die Kinder quasi in einem Zimmer schlafen, auf einer Matratze, auf dem Boden, und da in dem Zimmer ist nichts, da ist kein Poster, da ist kein Muster an der Wand, also was Tapeten oder Anstrich oder Anstriche betrifft, es ist kein Fernseher drin, es sind keine Bücher drin, keine Regale, kein Teppich, keine Ahnung, Spielsachen, PC, TV, da ist nichts drin, nur eine Matratze liegt da. Wahrscheinlich nicht eine Matratze, wie wir sie kennen, sondern einfach nur so eine Matte. Wie heißt diese Matte? Diese Isomatten, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich. Und da habe ich mal ein Video dazu gemacht, dass ich es eigentlich sehr, sehr schade finde, dass Menschen, die anfangen, sich minimalistisch zu verhalten, das auf ihre Kinder, naja, wie soll ich sagen, ja, auf ihre Kinder übertragen wollen, mit Gewalt. Wenn eine Mutter, also in dem Fall eine Mutter, eine Minimalistin ist oder sich vegan ernährt oder sowas, empfinde ich trotzdem für wichtig, dass man die Kinder nicht direkt damit, naja, zu bombardiert. Wisst ihr, was ich meine? Sondern einfach mal, dass man die Kinder einfach ein Stück weit leben lässt und einfach mal, ja, bis sie ein gewisses Alter erreicht haben, und dann weiß ich halt nicht. Es ist halt schwierig so. Klar, man kann jetzt sagen, nee, mein Kind ernährt sich nicht von Fleisch. Das ist eine Erziehungssache, es ist schwierig. Da sage ich halt noch gut, okay, ein Kind, ja moin. Ein Kind stirbt jetzt nicht, wenn es jetzt nicht Fleisch isst oder so. Ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt gesund oder ungesund ist, das will ich heute nicht in diesem Video thematisieren. Aber was das Thema Minimalismus angeht, wenn das Kind nicht mal Spielsachen hat, dass das Kind kein PC hat oder kein TV oder sowas, ist ja noch in Ordnung. Das ist eine Erziehungssache, ja. Ich meine, das sieht jeder wahrscheinlich anders, der Kinder hat. Ich persönlich habe keine Kinder, habe auch eigentlich keine Kinderwünsche, deswegen kann ich zu diesem Thema recht wenig sagen, weil ich würde es generell anders machen als Vater. Sag ich jetzt, wenn ich dann Vater irgendwann wäre, rein theoretisch, hätte ich dann vielleicht eine andere Meinung. Vielleicht auch die gleiche Meinung, man weiß es nicht. Wie gesagt, das ist alles eine Erziehungssache, klar. Aber wenn ein Kind noch nicht mal Spielsachen hat, ob es jetzt Legosteine sind oder irgendwelche Figuren, irgendwas, Autos, Puppen, Kuscheltiere, irgendwas. Ich weiß nicht, wie soll ein Kind Kind sein? Finde ich halt schade. Auf was ich hinaus will, ich habe das Ganze mal in einem Video thematisiert, und habe dann gesagt, dass ich es echt sehr, sehr schräg finde. Also habe das Thema mit der Erziehung halt ein bisschen thematisiert, habe es aber auch thematisiert, dass ich es nicht verstehen kann, dass sich eine Frau eine Glatze schneidet oder eine Glatze rasiert und auf der anderen Seite sich die Achselhaare wachsen lässt bis zum geht nicht mehr. Das ist in meinen Augen komisch. Minimalisten sind ja so, das was ich so über sie sagen kann, was ich so gehört und gelesen habe, dass sie eigentlich die Natur, generell die Natur entscheiden lassen. Ne? Und die Natur besagt ja, naja, wenn die Haare wachsen, wachsen sie halt bis zum geht nicht mehr, ohne rasieren. Ne? Und wenn sich eine Frau eine Glatze rasiert, ich weiß nicht, das ist nicht natürlich. Wenn sie jetzt eine Krankheit hat oder so, was weiß ich, und generell ihr die Haare ausfallen oder irgendwas dergleichen, dann kann ich es ja verstehen, aber sich eine Glatze rasieren, das ist nicht minimalistisch. Das ist einfach nur, hey, ich bin anders als andere und ich will mit Gewalt anders sein als andere. Das ist eine Sache, die ich einfach unlogisch finde, und ihr wisst, Freunde, Sachen, die unlogisch sind, finde ich meist ein bisschen komisch. Ne? Auf jeden Fall habe ich dieses Thema mal thematisiert und bekam daraufhin eine Nachricht. 1,5 Jahre später. Die Dame, ich weiß nicht, wie alt sie war, das konnte ich auch nicht vom Profil entnehmen, sagte zu mir, das ist halt schon wieder ein paar Tage her auf jeden Fall, sagte zu mir in dem Text, der Text war recht ordentlich formuliert, also es war kein Text von wegen, yo Digga und so, war halt schon ein Text mit einer ordentlichen Rechtschreibung und Grammatik. Umso ernster habe ich diesen Text genommen. Und dann hieß es in dem Text, ja, ich sei ein negatives Arschloch,
was unzufrieden mit mir selber ist und deswegen versuche ich auf YouTube die Leute zu nerven mit meinen Gedankengängen und versuche sie negativ zu beeinflussen, irgendwie sowas halt. Ich habe der Dame dann zurückgeschrieben, es kam aber nichts mehr zurück. Ich weiß nicht, gehen wir einfach mal davon aus, irgendein Typ heißt Max Mustermann, existiert einfach nur rein, um dieses Beispiel hier zu nennen. Max Mustermann, so, ist jetzt Mitte 20 oder Ende 20. Wie er aussieht, was er so erlebt hat in seinem Leben, ob er einen Beruf hat oder keinen, ist jetzt alles egal. So, Max Mustermann, so wie er da steht. Er steht da und hat in seinem Leben diverse Sachen erlebt, die sicherlich jeder Mensch von uns mal erlebt hat. Er wurde 2-3 Mal verlassen, wurde von Frauen betrogen, hatte vielleicht eine, ja, nicht unbedingt die beste Kindheit, hat so gesehen keine Eltern mehr, nicht weil sie gestorben sind, sondern weil sie einfach keinen Kontakt mit ihm wollen, hat vielleicht keine Geschwister, wurde in der Schule gemobbt, vielleicht, und hat generell so ein bisschen den Drang dazu, sich zurückzuhalten, ist ziemlich introvertiert und ist ziemlich distanziert von der Menschheit, einfach weil er die Menschheit nicht verstehen kann. Hält sich von Religion zurück, hält sich von Politik zurück, einfach weil er zu den ganzen Sachen keine Meinung haben will, weil er sich, ja, einfach auf sich selbst konzentrieren möchte. So, Max Mustermann. Max Mustermann hat vielleicht sicherlich irgendwann in seinem Leben gute Dinge erlebt, hat vielleicht einen guten Abschluss oder ist vielleicht gut zu Menschen, hat vielleicht einen Beruf, wo die Menschen auch gut zu ihm sind. Vielleicht arbeitet er als Altenpfleger oder vielleicht als Kinderbetreuer oder sowas und empfindet diesen Job als spaßig, weil er einfach die Bestätigung dafür bekommt, dass er vielleicht eine gute Seele ist oder dass er ein gutes Herz hat, wenn man das so sagen kann. Max Mustermann hat sicherlich gute Sachen erlebt in seinem Leben. Allerdings hat er auch viele schlechte Sachen erlebt. Wird dadurch depressiv. Hat mehrere depressive Phasen, hat Stimmungsschwankungen. Rutscht ab in eine graue Phase des Lebens, aus der er nicht wirklich mehr rauskommt, weil einfach die Enttäuschungen sich anhäufen und die Hoffnung immer mehr stirbt. So, Max Mustermann hat Depressionen. Keine Ahnung. Empfindet, dass sein Leben kaum noch einen Sinn macht, weil er vielleicht von der Arbeit geschmissen wurde. Wegen was auch immer. Bekommt vielleicht keinen neuen Job mehr. Weil er sich darum nicht bemüht, weil er sich zu Hause einschließt. Max Mustermann hat Selbstmordgedanken. So, Max Mustermann entscheidet sich dazu, einen YouTube-Kanal zu öffnen. So, auf diesem YouTube-Kanal möchte er nicht direkt über sein Leben reden, aber Sachen thematisieren, die ihn aufregen. Vielleicht das Thema, warum sind Menschen, und ich rede nicht nur von Frauen oder nur von Typen, Menschen. Warum sind Menschen in Beziehungen oftmals untreu? Oder warum gibt es viele Eltern, die sich nicht wirklich um ihre Kinder sorgen? Vielleicht thematisiert er es auch einfach nur, dass es sehr schade ist, dass sich Menschen eher für Jobs interessieren, wo es darum geht, Maschinen zu steuern, wie für Jobs, in denen es darum geht, dass man sich mit Menschen beschäftigt, sprich in der Kinderbetreuung, Altenpfleger, vielleicht Krankenpfleger, dass man jetzt behinderte Menschen pflegt oder betreut. Er versteht es nicht, dass sich Menschen nicht für soziale Berufe entscheiden oder interessieren, sondern eher so für die Berufe, wo man sich nicht so mit Menschen beschäftigt, sondern eher so mit Maschinen. Und das Ganze geht in seinem Kopf durch und durch. So, sprich, er denkt sich so, mir geht's scheiße, ich bin depressiv, sehe alles negativ. Allerdings könnte ich über diese Themen mal sprechen, dann sind sie aus meinem Kopf und vielleicht gibt es Menschen da draußen, die sich eventuell dafür interessieren könnten. Die mir vielleicht zustimmen, vielleicht sagen sie auch, nee, das, was du so sagst, das ist nicht so mein Ding. Max Mustermann öffnet einen Kanal. Oder eröffnet einen Kanal. Startet einen YouTube-Channel. Keine Ahnung. Wie YouTube läuft. Oder ob YouTube überhaupt nicht läuft, ist egal. Er startet einen YouTube-Channel. Hat dann über Monate hinweg, ja, ein paar Dutzend Abonnenten gesammelt. Vielleicht so 60, 70 Abonnenten. Von diesen 60, 70 Leuten sind 30 Leute aktiv, wenn er ein Video hochlädt. Also, gehen wir mal wieder davon aus, wie es ihm so ergangen ist. Er hat Trennungen hinter sich, er wurde sehr oft enttäuscht, hat nicht wirklich viel Kontakt mit den Eltern gehabt, hat keine Familie so gesehen, wurde gemobbt in der Schule, distanziert sich von den Menschen, hat so gut wie keine Freunde.
beruflich hat er zwar viel Spaß gehabt, ist aber rausgeflogen. Und anscheinend verpasst er jeden Tag die Bahn und ein Auto fährt vorbei und fährt dann in eine Pfütze rein. Er wird von der Pfütze getroffen. Der Kerl hat nur Pech in seinem Leben. Oder überwiegend Pech. Und alles, was dann als gut erscheint, sieht er nicht mehr gut an, weil er zum Pessimist wird. Zum Pessimisten. So, Max Mustermann macht einen YouTube-Kanal. Lädt ein, zwei Videos hoch oder vielleicht auch über mehrere Monate hinweg lädt er jede Woche ein Video hoch. Was denkt ihr? Und jetzt kommen wir zum Thema, zum Titel dieses Videos. Was denkt ihr, macht er für Videos auf diesem Kanal? Wenn er Gedanken hat über kritische Sachen, denkt ihr, er macht jetzt ein Video, wo er, naja, alle 3 Sekunden lacht? Ein Video, wo er mit seinen 20.000 Freunden, die er eigentlich gar nicht hat, wo er sich hinsetzt, einen Schluck Wasser trinkt und dann diese Flachwitz-Challenge macht, wo jeder sich ins Gesicht, ins Gesicht spuckt. Oder dass er jetzt Videos macht, wo es darum geht, dass man jetzt beispielsweise sich ein Video anguckt, was auch lustig ist und darauf reagiert. Denkt ihr das, dass er solche Videos macht? Ich glaube nicht. Was für Videos macht er denn? Oder stattdessen? Er macht kritische Videos, wo er Sachen thematisiert, die er einfach so kritisch empfindet. Richtig. So viel dazu. So weit konnte mir sicherlich jeder folgen. Er macht also Videos und dann kommen wir zu dem Standpunkt, was jetzt mich betrifft. Dann bekommt er einen Kommentar oder er kriegt eine Nachricht, keine Ahnung. Du negatives Arschloch. Machst nur diese kritischen Videos, weil du die Leute negativ beeinflussen willst und weil du eigentlich mit dir selbst unzufrieden bist. So. Und ab diesem Zeitpunkt vergessen wir Max Mustermann und gehen jetzt einfach mal von mir aus. Die ganzen Beispiele, diesen Lebenswandel und so, da hat jetzt nichts mit mir zu tun, habe ich jetzt einfach mal so vor mich hingesagt. So, jetzt sind wir bei mir. Und jetzt stehe ich hier, oder ich sitze hier, logischerweise, bin halt hier, bekomme so eine Nachricht und denke mir so, was soll ich auf so eine Nachricht antworten, beziehungsweise was soll ich sagen, wie soll ich diese Antwort, oder dieser Nachricht, nicht diese Antwort, diese Nachricht, wie soll ich diese Nachricht auffassen? Ich habe mich ja vor ein paar Wochen schon mal dazu geäußert in einem Real Talk, ob ich schlechte Werte vermittle. Wenn irgendein Typ ein Video macht und in dem Video trinkt er jetzt eine Flasche Wodka, also auf Ex. Und ich bin jetzt sein Zuschauer in dem Moment. Ob ich das Ganze jetzt für cool empfinde oder für scheiße und total rücksichtslos oder ob mich das Ganze eigentlich gar nicht juckt und ich nach einer Sekunde wieder wegschalte, liegt doch im Ermessen desjenigen, der das Video guckt. Ich meine, wie kann ein Mensch schlechte Werte vermitteln, wenn eine andere Person dieses Video oder diesen Content guckt und dieses Ganze drumherum, was der Kanal zu bieten hat, eigentlich gut findet. Schlechte Werte. Komisches Thema. Schlechte Werte sind doch erst dann schlecht, wenn sie dem Gegenüber etwas vermitteln, was er nicht gut findet, oder? Wenn jetzt ein 13-Jähriger hingeht und sich so Pranks anguckt, auch wenn diese Pranks Fake-Pranks sind und das für lustig empfindet, sind das dann schlechte Werte? Nee. Jetzt kann man wieder sagen, ja empty, aber wenn die Kids jung sind, minderjährig, dann werden sie oft beeinflusst von schlechten Werten. Das ist wahr, das stimmt, das ist richtig, wenn ihr sowas denkt. Ist total richtig. Aber kommen wir doch einfach mal zu meinem Kanal, weil es ja um meinen Kanal geht. Wenn mir beispielsweise Zuschauer zugucken, die 11, 12 Jahre alt sind, was ich bezweifle, und ich sag dann in einem Video, ja, Trennungen können richtig trostlos sein, richtig scheiße. Und warum? Weil du dich auf eine Person einlässt, ihr vertraust über Monate oder Jahre hinweg, ihr alles anvertraust, die tiefsten Geheimnisse, und dann plötzlich geht diese Liebe weg, diese Liebe vergeht, und plötzlich geht dir diese Person fremd, weil sie es vielleicht für wichtig empfindet, sexuell umzusteigen, wie mit dir zu reden und vielleicht
ehrlich Schluss zu machen. Nein, diese Person geht dir fremd und macht erst im Nachhinein Schluss. So, wenn ich über so ein Thema rede, sind es dann schlechte Werte, die ich den Leuten vermittle? Rein theoretisch, es würden jetzt 11- oder 12-Jährige zugucken. Sind das schlechte Werte? Eigentlich nicht. Weil es sind Dinge, die eigentlich jedem passieren, da bin ich kein Einzelfall. Es wurde sicherlich da draußen jemand enttäuscht, verlassen, alleine gelassen, verarscht, betrogen. Negative Dinge, auch wenn es viele nicht wissen wollen, negative Dinge sind nicht nur eine minimale Eigenschaft in unserem Leben, die uns begegnet, wenn wir irgendwann erst älter als 18 sind. Negative Dinge sind ein Teil des Lebens, was uns jeden Tag betrifft. Jeden Tag kommt uns diese ganze Sache entgegen. Und nicht nur, wenn wir 18 sind oder irgendwann über 18 oder 21 oder 30 oder 40. Nee. Wenn man fünf Jahre alt ist. So. Und möchte vor dem Mittagessen ein Eis essen und die Mutter sagt, nein, wenn du jetzt ein Eis isst, dann isst du dein Essen nicht leer. Oder dann, keine Ahnung, dein Gemüse oder was auch immer. Und das Kind findet es in dem Moment scheiße und sagt, na, das ist kacke, ich will das nicht haben und das ist total doof und was weiß ich nicht. Ich mag jetzt ein Eis und kein Gemüse. Dann sind das in dem Moment, naja, negative Erlebnisse. Du kannst zwar so eine Sache nicht damit vergleichen, wenn jemand zusammengeschlagen wurde, ausgeraubt wurde oder von der, keine Ahnung, von der Ehefrau betrogen wurde oder irgendwas dergleichen. Das kannst du nicht damit vergleichen, definitiv nicht. Aber negative Eigenschaften sind doch eigentlich für jeden legitim, oder? Ich weiß nicht. Also wenn ich mir ein negatives Video angucke und ich denke mir so, ey, weiß ich nicht. Irgend so ein Kanal, der sich mit Geistern beschäftigt. Und ich sage jetzt beispielsweise, wenn ich mir 3-4 Videos von diesem Kanal angeguckt habe, dann kann ich nachts nicht schlafen, als Beispiel. Dann ist es was Negatives für mich. Aber hat dieser Kanal dann Scheiße gebaut? Weil er mir diese Werte vermittelt hat, dass es vielleicht Geister gibt und ich deswegen nicht schlafen kann? Sind es dann schlechte Werte, die er mir vermittelt? Ist es dann ein Grund für mich, hinzugehen und zu ihm zu sagen, du bist ein negatives Arschloch? Weil er diese Werte vermittelt, dass es vielleicht Geister geben könnte? In diesem Beispiel? Nein, es ist meine eigene persönliche Auffassung, was ich für positiv oder negativ empfinde. Und wenn ich etwas nicht mag, weil es einfach nicht meinen Emotionen entspricht, was macht man dann? Man schließt das Video und beschäftigt sich mit diesem Kanal nicht mehr. Und geht nicht hin und schreibt diese Person an, du negatives Arschloch, willst nur das kompensieren, was bei dir privat so abgeht, weil du ja unzufrieden mit dir selbst bist. Schreibt man nicht. Dann gehen wir jetzt schlussendlich zu diesem Video, bevor ich dieses Video hier beende, nochmal darauf ein. Ich möchte kompensieren, dass bei mir im Leben eigentlich gar nichts läuft. Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Max Mustermann Beispiel, um das Ganze abzuschließen. Wenn man im Leben viel Negatives erlebt hat und einen Sinn darin sieht, diese negativen Themen vielleicht auf YouTube anzusprechen, einfach nur um eine Diskussion zu starten oder um Menschen zu finden, die das vielleicht ähnlich sehen oder genauso sehen oder vielleicht anders sehen, aber auch Bock haben mitzudiskutieren, dann geht man doch her, macht einen YouTube-Kanal auf und redet darüber. Ja. Um diese Frage von der netten Dame zu beantworten, ja, viele Sachen sind in meinem Leben sehr schlecht gelaufen. Es gibt auch viele Dinge, die gut gelaufen sind. Aber am Ende des Tages, unter dem Schlussstrich, ne, wenn man alles zusammenzählt, habe ich doch trotzdem mehr Sachen erlebt, die für mich persönlich negativ waren, als Dinge, die für mich eher positiv waren. Umso mehr gehe ich her und mache Real Talks über Themen, die mich tatsächlich beschäftigen. Wenn ich hergehe und ich sage, ich mache ein Video darüber, dass ich es extrem schade finde, dass sich Menschen voneinander trennen oder fremdgehen, und ich mag das Thema auf YouTube thematisieren, einfach nur um die Gedanken loszuwerden, um Menschen zu finden wie die, einfach nur um herauszufinden, wie die das halt finden, dann mache ich doch so ein Video, oder nicht?
warum soll ich ein Video machen, von wegen, die Welt ist gut, die Welt ist toll, Kriege sind auch gut. Die Welt ist einfach wunderschön. Warum soll ich solche Videos machen, wenn ich das doch gar nicht so empfinde? Wäre das nicht irgendwie gelogen und geheuchelt? Es wäre gelogen. Es wäre geheuchelt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Eine subjektive Meinung von mir am Ende dieses Videos. Leider sind viele Menschen verheuchelt. Weil sie eben nicht zu dem stehen, was wirklich so abgeht auf dieser Welt. Wenn man sich die Welt so anguckt mit den Kriegen, mit den ganzen Kriegen und die Selbstmorde oder Leute, die andere umbringen, die Mörder, die ganzen Diebe da draußen, die Vergewaltiger und was nicht gesehen, die ganzen Menschen da draußen. Alles, was da draußen so abgeht, was die meisten Menschen als negativ oder schlecht bezeichnen. Klar, es ist keine Option, wenn man sagt, ja, die Welt ist doof, ich bringe mich jetzt um. Aber rein vom Thematisieren her, finde ich es doch schon sehr angenehm, wenn Menschen auch zu dem stehen, wie sie auch wirklich sind. Wenn eine Person hergeht und sagt, hey, ich bin ein positiver Mensch, alles ist toll, alles ist super, bei mir ist auch alles toll gelaufen. Ey, ich gönn's diesen Menschen hart. Ich gönn's ihnen so richtig. Wenn Menschen aber eher negativ sind, negativ gelaunt sind, traurig sind, eher deprimiert oder mehr depressiv und das über Jahre hinweg so ist und die Leute interessieren sich halt dafür, kritische Videos zu machen, dann sind sie in meinen Augen keine Arschlöcher. Das sind einfach nur Menschen, die so viel Mumm besitzen, über ihre Emotionen zu reden. Keine negativen Menschen, keine positiven Menschen, einfach nur Menschen, die über ihre Emotionen reden. Das sind sie in meinen Augen. So viel zu diesem Thema. Tja, jetzt bin ich bei fast 30 Minuten angekommen, also bei 28 circa, keine Ahnung. Wieder mal ein längerer Real Talk, einfach weil die Tage nichts kam. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, ja, schreibt mal in die Kommentare. Lang. Einfach nur lang, weil der Real Talk hier lang ist. Einfach in die Kommentare schreiben, Hashtag lang, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. So. Wie ist eure Meinung zu dem Thema, sagt ihr? Ja, MT, das, was du gesagt hast, das passt so. Oder sagt ihr, nee, MT, man sollte auf YouTube schon gute Werte vermitteln. Und nicht nur negative, kritische Werte. Ja, eure Meinung ist gerne in der Kommentarsektion gesehen. Lasst dem Video gerne eine ehrliche Bewertung da. Lasst dem Kanal hier ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Discord, auf meinen Server, könnt ihr da gerne joinen. Ich werde dran denken, meinen Link in die Videobeschreibung zu packen. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus. Macht es nicht gut, macht es eher besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Einen schönen Morgen. Je nachdem, eine schöne Woche, einen schönen Tag. Was alles so möglich ist. Und damit verabschiede ich mich hier erstmal. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Bis dann, Freunde. Ciao und Servus.